Ist Yu-Gi-Oh! Wirklich Pay to Win? Oder können wir bald bei den Olympischen Spielen mitmachen, weil es das nicht ist? Diese Fragen werden wir heute in diesem Video beantworten und mal darüber sprechen, ob wirklich Geld gleich besserer Spieler ist. Denn ich glaube, das ist ein Punkt, der öfter mal auftaucht, den ich aber vielleicht anders sehe als viele andere Spieler. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Zauberteen und heute sprechen wir, wie gesagt, einmal über Pay to Win. Was heißt denn Pay to Win? Das bedeutet, wenn du Geld investierst, gewinnst du mehr. Und das ist in Yu-Gi-Oh! Ein relativ interessanter Punkt, denn ihr könnt natürlich mit viel Geld bessere Karten kaufen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie viel mehr Geld gibst du denn aus, um wie viel mehr Value rauszubekommen. Das müsste ja bedeuten, dass die teuersten Decks in Yu-Gi-Oh! Die besten Decks sind und dass die Decks, die gewinnen, die teuersten Decks sind. Denn sonst würde dieses Pay-to-Win-Konzept ja gar keinen Sinn ergeben. Bevor wir jetzt aber darauf eingehen, wie viel Geld die meisten Menschen investieren, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür für dieses Video, damit ihr in Zukunft nichts von Yu-Gi-Oh! Konto verpasst. Weiter geht's mit dem Video. Was man sagen muss ist, es gibt natürlich, sagen wir mal, in Yu-Gi-Oh! So eine Entrance-Barrier, wo man sagen muss, in dieser Price-Range geht so ein gutes Meta-Deck natürlich rein. Und natürlich, um das spielen zu können, müsst ihr natürlich initially diesen Preis bezahlen, um halt wirklich da kompetieren zu können. Und das ist so eine Range von ungefähr 150 bis 200 Euro. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, wenn wir jetzt quasi ein Spiel spielen, sagen wir mal ein Computerspiel, und dieses Spiel kostet, sagen wir mal, 60 Euro, um das zu kaufen, dann wäre das die Entrance Barrier, um das Spiel spielen zu können. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir jetzt aber dieses Spiel zu einem 200 Euro Spiel machen und sagen, das ist die Barrier of Entrance, dann ist das Spiel ja theoretisch auch Pay to Win, weil du kannst ja, ohne das Spiel zu haben, nicht gewinnen. Das bedeutet halt, ich nenne es mal, die Barrier of Entrance ist halt deutlich höher, auch bei Yu-Gi-Oh! Es gibt so ein gewisses Preislevel, ab dem man quasi nicht mehr sagen kann, dass ab hier, wenn du jetzt mehr investierst, du besser wirst oder du höhere Gewinnchancen hast. Denn klar, es gibt so Karten wie Droplets, wie Triple Tactical Talents, die wirklich extrem teuer sind. Oder manche Decks, die extrem teuer sind. Aber wenn man jetzt quasi ein Deck nimmt, was nicht so teuer ist, und man tut diese Karten mit da rein, gewinnen die denn wirklich das Spiel oder gewinnen die denn eine YCS? Und jetzt kommt nämlich mein Punkt. Ich glaube nämlich, dass es extrem vom Spieler abhängt, ob dieser Value, den du bezahlst, ob der sich lohnt. Denn es gibt so viele Spieler und so viele Aktionen, die ich gesehen habe, wo die solche Karten aktiviert haben, aber den Value nicht rausbekommen haben. Weil ich mir denke, so, nicht gut gespielt. Und das geht quasi auf den Punkt ein, auf den ich hinaus möchte. Spieler versus Deck. Denn gewinnt wirklich das Deck oder gewinnt der Spieler? Und da muss ich wirklich sagen, ab einem gewissen Punkt ist es das andere. Denn das Deck, wie gesagt, Barrier of Entrance, ohne das kannst du nicht wirklich competen. Das heißt, Pay to Win, bis zu dem Punkt bin ich dabei. Aber wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass du das Deck, dass du das Deck hast, bis zu dem Punkt, oder du sagst, okay, ich habe das investiert, gewinne ich damit automatisch Turniere. Und das ist falsch, denn erstmal zahlen das die anderen auch. Seht ihr, worauf ich hinaus möchte? Heißt, beide haben diesen Preistag bezahlt und dann gewinnt der bessere Spieler. Und der Grund, warum ich dieses Video überhaupt heute mache, es gab einen kleinen Aufschrei in der Yu-Gi-Oh! Community, nämlich, ob Yu-Gi-Oh! Bald zu den Olympischen Spielen gehört. Oh Mann, Alter. Und ja, die Olympischen Spiele setzen ja voraus, dass Yu-Gi-Oh! Ein Sport ist, in dem jeder die gleichen Chancen hat. Und das sehe ich tatsächlich genauso. Klar, Yu-Gi-Oh! Ist kein günstiges Hobby, aber es ist grundsätzlich ein Strategiespiel mit Karten. Es hat ja jeder Access zu allen Karten, natürlich nicht vom Budget. Aber gehen wir jetzt mal von dem Beispiel von Olympia wieder aus, da mitzumachen. Bei Olympia. Von der Theorie her. Für die Athleten, die da mitmachen. Damit die hier vernünftig mitmachen können, müssen die trainieren können, die müssen die richtigen Sachen zum Trainieren haben, die müssen die Kleidung haben. Das heißt, auch da wieder, ist Olympia pay to win? Ich glaube nicht, denn es kommt da auf den Skill des Athleten an. Und das ähnliche denke ich auch bei Yu-Gi-Oh! Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt, Barrier of Entrance, das ist wichtig, dass das erreicht wurde und ab da geht es wirklich um den Spieler. Denn es gibt schon einen Grund, warum viele Spieler immer wieder toppen. Natürlich gibt es auch immer wieder Cheating-Vorwürfe, was willst du machen, ist ja leider so. Aber grundsätzlich ist der Grund, warum viele derselben Spieler immer wieder toppen, ist, weil die richtigen Spielzüge zum richtigen Zeitpunkt und grundsätzlich richtig spielen. Und das ist wirklich wichtig. Das heißt, die holen das meiste aus ihren Karten raus, um halt den meisten Vorteil zu generieren, um dann im besten Fall zu gewinnen. Und das ist der Grund, warum die meisten Leute in Yu-Gi-Oh! Gewinnen. Und wie gesagt, Pay to Win, ganz, ganz kritisches Thema, denn bis zu einem gewissen Punkt ja, aber ab einem gewissen Level nein.
und dann geht es wirklich um den Spieler selber. Lasst mir auf jeden Fall meine Kommentare da, was ihr davon haltet. Denkt ihr, dass die Barrier of Entry zu hoch ist? Denkt ihr wirklich, Pay to Win ist das, worum es geht bei Yu-Gi-Oh? Ja, ich glaube es nicht, aber schreibt es mir in die Kommentare. Dann würde ich sagen, das war's schon fürs heutige Video. Bis zum nächsten Mal da rein. Ciao, Leute.